so, also das ist jetzt hier mein persönlicher Lieblingsort. Man kommt aus der Arbeit raus, aus der Tür und hat vor sich die Steinerne Brücke, hat vor sich den Dom, hat vor sich den Brückenbasar, die Donauauen und arbeitet im Prinzip da, ja, wo andere Urlaub machen. Wir kümmern uns seit 1226 um alte, bedürftige, kranke Menschen. Wir haben die besten Mitarbeiter in der Pflege, wir haben das beste Bier. Wir haben das älteste Archiv und das vollständigste Archiv. Wir haben einen tollen Forst und wir haben aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Kirche, wenn nicht sogar die schönste. Und wir sind die älteste Pfarrei der Diözese Regensburg. Zu arbeiten, das ist was sehr Schönes, sehr Befriedigendes, wenn man es weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln darf. Wir befinden uns jetzt auch an einem weiteren Ort, einem Lieblingsort im St. Katharinenspital. Die Kirche ist einer der fünf Felder, die unsere Stiftung ausmacht. Sie wurde letztes Jahr sehr, sehr aufwendig saniert und reduziert und wieder renoviert. Wir haben hier den heiligen Andreas. Hier finden Taufen statt. Wir haben eine Altarplatte, die ursprünglich mal im Dom aufbewahrt wurde und im 18. 19. Jahrhundert den Weg zu uns in die Katharinenkirche fand. Die Kirche steht jetzt für alle Menschen offen. Sie hat tägliche Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr. Hier kann man Ruhe finden und auch mal Stress vergessen.